Hallo und ganz herzlich willkommen bei SeiboldSoft. Heute wieder mal ein kleiner Ausblick auf Windows 10. Wir haben hier die aktuelle Version installiert. Ich gehe mal ganz kurz hier in das Startmenü und wir öffnen einmal den Winver-Dialog. Also einmal hier Winver eingegeben, das Ganze hier bestätigt. Da sehen wir, dass wir hier derzeit die Bildversion haben, die 14.393.0, und das sieht man schon hier, das ist die derzeitige Version, die 1607. Wir erinnern uns, im November letzten Jahres hatten wir die Version 1522 bzw. 1511 vielmehr. Das ist jetzt hier die Version 1607. Das wird hier wahrscheinlich die neue Version ab August 2016, also in wenigen Tagen. Wir haben hier den 24.07. momentan, und in wenigen Tagen wird Microsoft höchstwahrscheinlich das August-Update veröffentlichen, und das wird dann hier wahrscheinlich diese Version werden. Wir schauen uns hier mal ganz kurz das Startmenü an. Im Vergleich zur letzten Version, zur 15.11, hat sich schon eine ganze Menge getan. Wir haben auf der linken Seite hier unseren Anmelden oder unseren Benutzerdialog. Hier dann die Einstellungen und dann hier herunterfahren, neu starten, Energie sparen und so weiter. Dann hier unser ganz normales scrollbares Startmenü. Hier entsprechend die Metro-Apps bzw. die Apps-Schaltflächen, und auch hier zum Beispiel im Einstellungsdialog, den habe ich hier mal beispielhaft geöffnet, hat sich doch einiges getan. Wir haben hier den Windows Defender, Sicherung, Wiederherstellen, Aktivierung. Das Ganze ist jetzt hier absichtlich nicht aktiviert, damit wir das Ganze hier auch sehen können, wenn es denn kommt. Dann haben wir hier noch für Entwickler, dann hier das entsprechende Windows Insider Programm, mit dem wir hier unser Microsoft-Konto hinzufügen könnten und dann auch dementsprechend neue Builds herunterladen können. Hier nochmal die Einstellungen groß gezeigt. Gehen wir mal hier ins System rein. Da sehen wir auch hier die entsprechenden Neuerungen, dass hier alles etwas sortierter aussieht, etwas schöner gestaltet. Also Microsoft hat hier doch dementsprechend die ganze Sache etwas geändert, etwas aufgehübscht zur letzten Version. Sind wir also gespannt, was uns hier noch erwartet. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen wie immer und wünsche euch einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss.